Neubauer, Südtirol-Sprecher der FPÖ, ist der nächste Redner. Sehr geehrte Fernsehzuseher in Österreich und in Südtirol, die ich ganz besonders herzlich heute hier begrüße. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir heute hier den außenpolitischen Bericht auch zu Europafragen behandeln, dann möchte ich eingangs die Gelegenheit nutzen, eine Klarstellung anzubringen, nämlich eine Klarstellung zur Aussage des italienischen Präsidenten Napolitano, die er vor 2 Wochen getätigt hat. Er hat wörtlich gesagt, Südtirol habe sich freiwillig Italien angeschlossen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Aussage ist seitens der Freiheitlichen Partei entschieden zurückzuweisen. Und ich denke mir, dass es wirklich an der Zeit gewesen wäre in den letzten 2 Wochen, dass die österreichische Außenpolitik, aber auch der Herr Bundespräsident Fischer, der ja zu Besuch bei Herrn Präsidenten Napolitano weilte, die Gelegenheit hätte nutzen müssen, diese historische Unwahrheit richtigzustellen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch wenn man alle möglichen Interpretationen hernimmt, nämlich dass 1918, 1972 im Rahmen der Autonomie, 1982 im Rahmen der Streitbeilegungserklärung sich durch diese Autonomie man die Frage stellen hätte können, ob das ein Zugeständnis an den italienischen Staat gewesen sei, dann ist das rechtlich natürlich grober Unfug, so etwas zu behaupten. Natürlich kann das Selbstbestimmungsrecht der Völker eine Autonomie für eine schutzbedürftige Minderheit auf der ganzen Welt nicht ersetzen. Die Frage in den letzten 2 Jahren ist ja aufgetreten, wie denn Österreich jetzt letztlich ihre Rolle als Schutzfunktion gegenüber den Landsleuten in Südtirol definiert. Und wir haben hier leider eine Trendwende erkennen müssen in der Auslegung mancher Begriffe. Im außen- und europapolitischen Bericht auf Seite 74 ist Folgendes beinhaltet und ich zitiere: Gleichzeitig besteht für Österreich kein Zweifel, dass die Südtirol-Autonomie völkerrechtlich auch auf dem Selbstbestimmungsrecht beruht, das als fortbestehendes Recht von Südtirol in Form weitgehender Autonomie ausgeübt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist wirklich eine Wende in der Südtirol-Politik der österreichischen Bundesregierung. Es hat diesbezüglich bereits Proteste aus dem Südtiroler Landtag gegeben. Ich habe hier in der Hand eine Aussendung, die heute die Südtiroler Medien erfasst hat. Ich darf daraus zitieren. Wenn im Bericht davon die Rede ist, dass die Südtirol-Autonomie völkerrechtlich auf dem Selbstbestimmungsrecht beruht, das als fortwährendes Recht von Südtirol in Form weitgehender Autonomie ausgeübt wird, so ist dies eine völlige Fehleinschätzung. Die derzeitige Autonomie kann keinesfalls als eine Form der Selbstbestimmung interpretiert werden, sondern ist lediglich ein temporärer Ersatz für die Selbstbestimmung, meine sehr geehrten Damen und Herren, heißt es in dieser Aussendung, der wir uns inhaltlich natürlich anschließen können. Der renommierte Völkerrechtsexperte an der Innsbrucker Universität, Dr. Perntaler, hat aufgrund dieser Behauptungen der österreichischen Bundesregierung in den letzten Monaten dazu ein Gutachten erstellt. Und gerade zu dieser Frage hat er Folgendes gesagt, ich zitiere: Er stellt klar, dass das Recht auf Selbstbestimmung nicht nur den Staatsnationen, sondern jedem Volk und jeder Volksgruppe zukommt und dass weder das innere noch das äußere Selbstbestimmungsrecht Südtirols durch die Autonomie aufgehoben oder verbraucht worden ist. Das ist die gutächtliche Meinung und Ansicht des Herrn Universitätsprofessor und Völkerrechtsexperten Dr. Peter Perntaler. Und darüber hinaus darf ich auf einen Beschluss des Südtiroler Landtages verweisen, der am 9. Oktober folgende Beschlüsse gefasst hat. Der Südtiroler Landtag unterstreicht,
dass Südtirol gegen den Willen der Bevölkerung vom Vaterland Österreich abgetrennt wurde und bezeichnet die unfreiwillige Angliederung Südtirols an Italien als Unrecht. Auch daraus geht also hervor, dass die Auslegung der Autonomie und des Selbstbestimmungsrechts als Teils Italiens natürlich widersinnig ist. Als zweiter Beschluss erfolgte: Der Südtiroler Landtag bekennt sich zu den UN-Menschenrechtspakten und bekräftigt das in Artikel 1 verankerte Selbstbestimmungsrecht der Völker auch für Südtirol. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind Beschlüsse des Südtiroler Landtags. Und bisher war es Usance in diesem Haus, dass die Beschlüsse des Südtiroler Landtags auch für die Schutzfunktion Österreichs Geltung hatte. Ich ersuche deshalb das Bundesministerium für Äußeres, den Herrn Bundesminister, die Position hinsichtlich der Diktion zum Autonomiestatut, aber auch zum Selbstbestimmungsrecht der Südtiroler dahingehend zu korrigieren, dass die Beschlüsse des Südtiroler Landtags die österreichische Außenpolitik damit nicht konterkariert. Um das auch sicherzustellen, wird die Freiheitliche Fraktion heute einen Antrag einbringen, damit sich auch der Außenpolitische Ausschuss und in der Folge vielleicht der Südtirol-Unterausschuss mit der Thematik befassen soll. Wir wollen eine sachliche, aber wir wollen eine faire Klärung im Sinne der Südtiroler auch für die Zukunft. Eine eklatante Wende in der Südtirol-Politik stellt Werner Neubauer, Südtirol-Sprecher der FPÖ, auf Grundlage des außenpolitischen Berichts der Bundesregierung fest. Er fordert hinsichtlich dessen eine Klarstellung des Außenministers.